Hi, hier ist wieder euer Tobias und herzlich willkommen bei Born to Pflege. Was gehört dazu, dass Altenpflegekräfte wirklich zufrieden sind? Christian Kagerer und Heidi Hager haben genau darauf Antworten gefunden. Christian ist Einrichtungsleitung im Seniorenwohnhaus in Nonntal und Heidi ist Pflegedienstleitung. Und sie erzählen dir heute von zwei Schlüsseln, die absolut entscheidend sind für Zufriedenheit. Vertrauen und Sicherheit. Und wie die beiden Führungskräfte ihren Mitarbeitern Vertrauen und Sicherheit geben, das erzählen sie dir heute. Und ich verrate schon mal zwei Prinzipien. Erfolge gehören den Mitarbeitern und Misserfolge den Führungskräften. Ein zweites Prinzip: Erwisch deine Mitarbeiter, wenn sie etwas gut gemacht haben. Und wenn dich interessiert, wie die beiden das noch weiter ausführen, dann bleib einfach dran. Ich wünsche dir eine gute Unterhaltung. Ja, prima. Und da sind wir auch schon. Und du als Zuhörer erfährst heute ganz arg viel, welche Einflüsse dazu führen, dass du zufrieden in der Altenpflege arbeiten kannst. Und ich habe die zwei sympathischen Salzburgerin, Christian und Heidi wieder am Start. Hey, herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Servus. Ja, cool. Genau, wir haben ja schon zwei Runden gedreht und für mich absolut inspirierend. Und wir wollen es noch mal ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, dass Pflegekräfte einfach mit der Leistung zufrieden sind, diese so leisten. Und das ist das eine. Und das andere ist, was die Einrichtung für Pflegekräfte macht. Also, was macht ihr, Christian? Ja, ich kann es eigentlich zusammenfassen, wir vertrauen unseren Mitarbeitern. Ich weiß, das kommt immer wieder, aber das ist so ein zentraler Punkt, dass Mitarbeiter diese Rückendeckung haben und das Gefühl haben, die Hausleitung, die Pflegedienstleitung steht hinter mir und die vertrauen wir mir in dem, was ich mache. Und die Heidi hat ich glaube, bei der vorigen Folge was angesprochen, das hat der Mitarbeiter auch tatsächlich so gesagt. Wenn ich durchs Haus gehe, ich bin zwar in einer Hausgemeinschaft eingeteilt, ich gehe aber mal durchs Haus, weil ich es einfach brauche oder warum auch immer. Ich werde von euch nicht gefragt, was machst du da? Du müsstest ja eigentlich bei deinen Bewohnern sein. Wir machen das nicht. Wir vertrauen darauf, dass er einen guten Grund hat dafür, warum er jetzt dort ist, wo er ist. Und dieses sozusagen nicht ständig erwischt werden bei Dingen, die vielleicht nicht okay sind oder so. Das haben wir nicht. Also das leben wir nicht. Wir hören unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch wirklich zu bei privaten Problemen. Unsere Türen sind offen. Und mein Büro ist nicht so, dass ich durch drei Büros durch muss. Das war uns auch besonders wichtig, bis man mal beim Chef ist, bei drei Vorzimmerdamen vorbei, sondern mein Büro ist das erste. Und die Türe steht offen und das nächste ist der Heidi. Und die kommen einfach daher, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und schneiden einfach einer. Und meistens hören wir einen auch sofort zu und unterbrechen auch unsere Tätigkeit. Ist nicht immer einfach, weil man oft so ausgerissen wird aus unserem Rhythmus. Aber trotzdem, es ist uns wichtig, wir hören auch zu bei privaten Problemen. Wir wissen sehr viel über unsere Kolleginnen und Kollegen und das ist uns auch wichtig, dieses Thema, ich habe es ganz am Anfang einmal gesagt, Ganzheit, als ganzer Mensch am Arbeitsplatz zu sein. Dieses Thema, so Dienst ist Dienst und Privates trennen wir nicht mehr so. Wir reden im Dienst über private Sachen und ich rede daheim über dienstliche Sachen, weil es mir gerade momentan ein Anliegen ist und weil ich es mit meiner Frau zum Beispiel teilen will, die mit der ich sehr vieles teile und die mich sehr gut reflektiert. Wir geben den Mitarbeitern eben den Rückhalt. Wir stehen hinter ihnen. Aber wenn es kritisch wird, wenn Angehörige kommen, wir sind immer sachlich, wir schauen, dass wir die Dinge gut klären. Und was ganz wesentlich war, wir haben das in einer Umfrage mal abgefragt, wie unterstützt haben sie die Kolleginnen zum Beispiel in der Corona-Krise gefühlt? Und da ist rausgekommen, sie haben auch speziell durch unsere Kommunikations-App, sie haben immer gewusst, was ist die aktuelle Situation, wer ist im Haus derzeit positiv, welche Maßnahmen sind derzeit im Haus, man hat es immer nachlesen können.
Also wirklich zeitnahe Information und eine Transparenz, die wir leben, das ist was Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, sehr schätzen. Und wir verschleppen nichts. Also wenn zu mir wer kommt und eine Auskunft braucht, dann hat er die. Und wenn er, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich stehe auch zur Verfügung, dass mir mal, wenn der Hut brennt, wer am Sonntag anruft. Das ist für mich kein Problem. Und das machen auch manchmal Kollegen. Und das ist oft nur ganz kurz. Und dann sind sie sich sicher und dann können. Aber manchmal braucht es nicht einmal den Anruf. Manchmal braucht es nur die Gewissheit, ich könnte. Weil der Christian und die Heidi, die sind da für mich. Und das, glaube ich, ist sowas, was wir unseren Kolleginnen und Kollegen geben. Neben vielen anderen Dingen, die natürlich das Magistrat Salzburg für die Mitarbeiter macht. Wir sind ein soziales Unternehmen. Bei uns kann man Fortbildungen in der Dienstzeit machen und so weiter. Wir haben einen sicheren Job. Wir haben ganz viele Angebote, die Heidi auch schon erwähnt hat, mit Beratungsleistungen und so weiter. Das ist ja so eine gesamte Summe an Dingen, die wir für Mitarbeiter machen, wo wir schon glauben, dass das die Kolleginnen und Kollegen schätzen. Aber alle Dinge, die man anbietet, sind nichts, wenn nicht die Führungskraft irgendwie so hinter ansteht und wenn dieses Vertrauen nicht da ist. Das ist die Basis aus meiner Sicht. Rückhalt, hast du gesagt, Vertrauen schenken den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Heidi, was ist für dich noch so ein Schlüssel zu Zufriedenheit? Also ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass auch wir uns an Regeln halten. Das heißt, wir, diese Regeln, die vereinbart waren, die halten der Christian und ich auch ein. Wir haben jetzt keine besonderen Privilegien, weil wir Führungskräfte sind, weil wir haben keinen Parkplatz oder wir haben nicht irgendwas, wir bekommen nicht irgendwas anderes, was die Mitarbeiter auch kriegen. Ich glaube, dass es dieses Spüren, wir sind gleich, wir also jede Meinung ist gleich wert. Das macht was mit den Mitarbeitern, das bringt einfach auch was für das Selbstvertrauen. Ich kann auch als Reinigungskraft mich hier einbringen und das, glaube ich, ist was, wo jeder Mitarbeiter stolz dann auch ist, wenn er in einer Arbeitsgruppe dabei ist, wenn eine Entscheidung getroffen wird, die er gefällt hat. Dann bringt das nicht nur Sicherheit, aber auch Erfolg. Und ich denke, Erfolg, den wir haben, der gehört den Mitarbeitern. Misserfolg, der gehört uns, der gehört der Führung, aber Erfolg gehört den Mitarbeitern und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Was ich auch glaube, was Mitarbeiter brauchen und schätzen, ist Ehrlichkeit. Also wenn es mal nicht geht, das auch ehrlich auszusprechen, wirklich ehrlich zu sagen, das funktioniert nicht und wir müssen uns vielleicht trennen. Ich glaube, auch diese Ehrlichkeit sorgt für Klarheit und da brauche ich nicht noch länger warten und noch einen Monat, es ist die Personalnot groß und ich muss jetzt einen Mitarbeiter mit aller Macht behalten. Nein, ehrlich zu sagen, das passt nicht. Diese Ehrlichkeit, glaube ich, gibt auch Sicherheit. Und der Christian hat schon vieles gesagt. Ich denke, wenn wir es schaffen, dass die Mitarbeiter sich selber auch was zutrauen, wenn sie selber sehen, das gelingt, was ich mache. Also viele haben gesagt, ich komme jetzt zu dir mit meinem Anliegen, aber das musst schon du für mich lösen, weil das schaffe ich ja alleine gar nicht. Also dieses Merken, es gelingt mir etwas selber, ich habe eine gute Entscheidung getroffen oder auch nicht. Auch wenn es nicht gut war, es ist ja okay, eine gute Fehlerkultur, es darf ja auch was falsch sein, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube, diese kleinen Erfolge, die machen was mit den Mitarbeitern, die motivieren, aber die geben auch Sicherheit. Zum Beispiel. Vieles ist schon genannt worden, ich glaube, ich wiederhole mich. Ich sage nur einen Satz dazu. Also gemeinsam feiern ist ein wichtiges Thema. Also haben wir Erfolge gehabt, das gemeinsam zu feiern. Und einen Satz haben wir noch aufgeschrieben, so der steht bei uns bei die Führungswerte dabei. Forsche nach den Stärken deiner Mitarbeiter, du findest bei jedem welche.
Und das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges, oder erwischt einen Mitarbeiter dabei, wenn sie etwas Gutes machen, und das auch dann anzuerkennen. Das sind so Dinge, das ist auch so eine Wertehaltung. Jeder hat so seine Stärken, jeder bringt was ein und erwischt die Leute dabei, wenn sie was Gutes tun. Verantwortung übertragen, Rückhalt geben. Wie wirkt sich das dann auf wie eure Mitarbeiter gegenüber den Bewohnern und aber auch gegenüber Angehörigen sind? Wie wirkt sich das aus, Christian? Also ich glaube tatsächlich, und das erleben wir auch durch eine höhere Zufriedenheit. Das haben wir mittlerweile fest davon überzeugt. Also es gibt eigentlich kaum mehr Angehörige, die bei mir stehen und sich über irgendwas beschweren. Und sollte einmal eine Anregung kommen, also wird es ja dann teilweise formuliert, dann kommt gleich der Satz, aber sonst passt wirklich alles bei. Ich bin total zufrieden. Also das ist so, das ist, und auch sehr ehrlich gemeint, vor kurzem war das wieder so, und denkt, wow, wie viel eine Wertschätzung auch da ist von den Angehörigen, was wir machen. Und sie erleben, glaube ich, diese Freiheit der Kolleginnen und Kollegen, dass sie auf Wünsche einfach auch reagieren können. Sie müssen nicht fragen gehen. Sie sagen, ja, dann machen wir das so, dann stellen wir das um oder dann kochen wir das. In unserer Hausgemeinschaft, die haben völlige Freiheit, was sie bestellen und welche Sachen sie auf den Tisch zaubern und so weiter. Da gibt es keine Vorgaben von uns, sondern und diese Freiheit, glaube ich, die spüren auch die Angehörigen, und dadurch entsteht auch, und das, glaube ich, schätzen auch die Bewohnerinnen und Bewohner, extreme Individualität. Die Heidi hat schon mal gesagt, es gibt keine Vorgaben bezüglich Tagesablauf und so weiter. Wir haben ja keine zentrale Küche aufgrund unseres Modells der Hausgemeinschaften. Mhm. Also es ist extrem viel Individualität da, wann wer aufsteht, wann wer Mittag isst, wann wer frühstückt. Das ist alles, hat eine sehr große Bandbreite, sehr große Möglichkeit. Die Entscheidung liegt in der Hausgemeinschaft. Auch was es zu essen gibt, entscheiden teilweise die Bewohnerinnen und Bewohner mit. Wir haben sogar eine Bewohnerin, die sehr gern kocht, die unser Kochbuch gebracht hat und die selber dann mitentscheidet und das möchte ich halt und so weiter. Mhm. Und das ist alles möglich, weil es keine Vorgaben gibt. eben dieses Lösen von Problemen auf kurzem Weg. Es kommt ein Angehöriger und da gibt es eine sehr hohe Lösungskompetenz bei uns. Und das können die Mitarbeiter auch machen und die schätzen die Angehörigen. Das war so ein Beispiel, das betrifft jetzt nicht wirklich die Bewohner. Wir haben im Park vor, einen Bewegungsparcours zu machen, Idee von uns, eine Physio und Ergo mit altersgerechte Bewegungsgeräte. Ich war auf Urlaub und da habe ich gesagt, okay, Peter, unser Haustechniker, nimm du teil bei der Begehung, Umweltanwaltschaft und alles Mögliche da. Es ist ein Naturschutzgebiet bei uns. Und dann ist die Frage aufgetaucht, ja, nein, da gibt es eine zusätzliche Auflage. Wir müssen so Pflanzstreifen machen, damit die Frösche richtig hupfen. Und das kostet jetzt da 1.000 Euro. Und dann hat der Peter gesagt, ja, passt, machen wir. 1.000 Euro haben wir. Das ist seine Entscheidung, da muss er mich nicht fragen. Und damit sozusagen, die haben alle geschaut und gesagt, hä, wieso geht das? wir können jetzt diese Besprechung abschließen, wir müssen keinen neuen Termin machen, dass der Hausleiter dabei ist und so weiter, sondern die Leute wissen sehr genau, wo können sie sich bewegen, was ist möglich, was ist ihr Pouvoir, und das macht aber auch Spaß dann, dass ich sage, ich habe jetzt was auf schnellen Weg geschafft und jetzt haben wir eine Entscheidung, und ich habe auch sogar das Feedback gekriegt von der Baubehörde, wow, also bei euch geht das irgendwie. Es ist irgendwie entscheidungsfreudig. Das erleben wir sonst anders. Und das hören wir immer wieder, auch von Angehörigen, das erleben wir sonst anders. Und das ist, glaube ich, ist unsere Stärke, und das schätzen die Leute an uns. Und das macht das System. Ja, witzig. Ja, Behörden sind ja nicht so entscheidungsfreudig. Ja, genau. Dauert manchmal länger. Ja. Also was ich bei euch so richtig rausspüre, und ihr betont es so in allen Sätzen, dass ihr zufrieden seid mit euren Mitarbeitern auch. Also nicht nur die Mitarbeiter sind mit euch Leitungen zufrieden, die sind mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden, sondern ihr seid auch zufrieden mit ihnen. Könnt ihr mal so ein paar Beispiele raushauen, wo ihr so, die euch so richtig stolz gemacht haben von euren Mitarbeitern? Also ich letztens hat eine Ausbildung abgeschlossen. Die Alltagsbegleiter haben Ausbildung gehabt, und ich bin dann kontaktiert worden von der Leitenden, die gesagt hat, es ist schon erstaunlich, wenn ihr Non-Taler
so werden wir auch genannt, wenn also ihr Nontaler zusammen seid, wie gut das Miteinander ist, wie engagiert die Mitarbeiter auch in, also jetzt einer Ausbildung irgendwo, zusammenarbeiten, wie sie sich gegenseitig unterstützen, das ist offensichtlich sehr beeindruckend und fällt auf. Also ja, ich kann nur sagen, es ist nicht... Ihr habt euch einen Ruf erarbeitet. Ja, wir haben uns einen Ruf erarbeitet. Manchmal heißt es ja auch, schon wieder die Nontaler, die brauchen ja gar nichts von uns. Also das hört man schon auch ein Stück weg. Ach, die machen das selber. Was mir auch in einer, wenn ich mit Kolleginnen, Pflegedienstleitungen zusammen bin, die mir so ein bisschen an den Kopf geworfen haben, ja, bei euch, da sind die Mitarbeiter ja schon viel weiter, die sind schon so selbstständig, das ist ja bei uns nicht. Also es ist offensichtlich schon auch deutlich bei den Kollegen, dass diese Verantwortung, die sie haben und übernehmen, auch spürbar ist. Und es gibt einfach ganz, ganz tolle Sachen. Es hat eine Kollegin in der Verwaltung gesagt, sie möchte gerne ihre Arbeitszeit erhöhen, sie möchte gerne ihr Anstellungsausmaß erhöhen. Und die Verwaltung ist gleich, es gibt keine zusätzlichen Aufgaben. Sie hat dann gesagt, sie kann sich aber schon, sie möchte schon was machen und hat dann überlegt, eigentlich könnte ich ja die Pflege unterstützen in der Administration. Es gibt ja sehr viele Tätigkeiten in der Pflege, das hat sie mitbekommen, das hat sie gehört. Und sie hat dann selber in einer Arbeitsgruppe mit den Kolleginnen der Pflege erarbeitet, was kann ich denn abnehmen? Und ich war bei dem Prozess dabei, aber halt nur, weil ich halt auch Pflegekraft bin. Jetzt durfte ich mitarbeiten, wurde auch eingeladen. Und es war so, was kann sie denn tun? Sie kann ja mal die Akten ordnen und solche Sachen. Aber da habe ich gesehen an ihr, das war jetzt nicht das, was sie wollte. Und letztendlich war dann von ihr die Frage, was ist denn für euch am meisten hinderlich oder wo verbraucht ihr denn am meisten Zeit? Und es war dann relativ schnell klar, diese ganze Terminisierung für die Bewohner, sie müssen ins Krankenhaus, sie müssen zum Hausarzt, sie müssen zu einer Kontrolle, diese Terminvereinbarungen, die nehmen sehr viel Zeit in Anspruch und das kann sie gut übernehmen. Und das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe war, dass sie jetzt wirklich die Pflege unterstützt, damit auch ihr Anstellungsausmaß erhöhen konnte. Und das ist einfach aus den Mitarbeitern herausgekommen, von ihr gekommen und die Entscheidung haben die Mitarbeiter getroffen. Und ich finde es so schön, weil wenn wir das initiiert hätten, dann wäre das vielleicht gar nicht in dieser Weise gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf die Idee, dass sie genau das übernimmt, wäre ich nicht gekommen. Also diese Entscheidungen, die getroffen sind, die erstaunen mich, die machen mich stolz und das ist auch das, wo ich mir denke, die Leute sind einfach toll. Sie geben sich auch in diesen kleinen Teams direkt Feedback. Also es passt was, das hast du toll gemacht, komm, ich helfe dir. Also dieses direkte Feedback geben, das finde ich auch so schön und das erlebe ich auch als besonders sehr zufriedenstellend für mich. Mhm. Christian, für dich ist ein weiterer Schlüssel die Selbstführung. Erklär noch mal kurz, was du darunter verstehst und wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterteams das auch umsetzen. Ja, wir haben ja, wie wir das Ganze konzipiert haben, bewusst gesagt, diese mittlere Führungsebene, also Bereichsleitungen oder Stationsleitungen, wie sie ja überall heißt, haben wir abgeschafft. Schaste Block hat einmal gesagt, Chef vom Bürzeug, dass er bewusst den Overhead klein hält, weil sonst kommen die auf dumme Gedanken. Und ich habe manchmal so erlebt, dass jeder, der so einen Bereich über hat, dann Listen erstellt und alles Mögliche macht und damit sich und andere auch beschäftigt. Wollen wir nicht mehr? Wir wollen uns, und das ist so der Kern erwähnen, also der gesamte Fokus, alles, was wir irgendwie möglich machen können, so in Richtung Bewohner und Betreuung und Pflege gehen und nicht in Administration. Dass wir dann einfach einmal eine Ebene weg und schauen einmal, damit machen wir ganz viel Kommunikation weg, notwendige. Und dann, wir konzentrieren uns auf die kleinen selbstführenden Teams. Jede Hausgemeinschaft, also Hausgemeinschaft heißt 12 Bewohnerinnen und Bewohner wohnen da zusammen und haben ein kleines Team. Und das Team besteht aus zwei Berufsgruppen, nämlich aus den Alltagsbegleiterinnen, die dort die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten erledigen und kochen, und der Pflege.
Und dieses kleine Team hat einen Koordinator, der keine vorgesetzten Funktion hat. Das kann jeder sein. Da geht es darum, ein paar Themen zu klären, wie wann treffen wir uns das nächste Mal und welche Agenda haben wir. Und die klären die Themen gemeinsam. Und wir haben in anderen Häusern erlebt, wo wir waren, dass wenn diese beiden Berufsgruppen jeweils eine Leitung haben, dass dann oft die Leitungen miteinander kämpfen und sich abgrenzen. Was ist dein Job? Was ist mein Job? Und sozusagen so Stellvertreterkonflikte führen für die einzelnen Berufsgruppen. Ich habe gesagt, das wollen wir nicht mehr. Die Kollegen sollen sich im Tag selber ausmachen, weil jeder Tag anders ist. Und sie sollen sich miteinander ausmachen, wie funktioniert, wie arbeiten wir zusammen. Und witzigerweise haut es total gut hin. Es braucht diese Kleinheit und es braucht natürlich einen Rahmen. Es braucht Unterstützung von uns, es braucht Befähigung, es braucht in der Kommunikation, haben wir schon mal besprochen, viel Unterstützung, damit man sich Dinge ausmachen kann. Und dort und da, wo es vielleicht knirscht, braucht es vielleicht einmal eine Moderation auch von außen. Also die kleinen Teams treffen sich monatlich, sie schaffen das entweder selber oder sie laden uns einmal zu einem Thema ein. Sie können sich das aussuchen, wem es dabei haben wollen. Wenn wir ein Thema haben, dann melden wir uns aktiv in dieses Team ein und sagen, okay, das nächste Mal wollen wir dabei sein, weil wir mit euch einen Punkt besprechen wollen. Aber sonst haben diese Teams eine sehr große Autonomie. Im Strukturpapier ist klar geregelt, wie gewisse Dinge zu laufen haben. Die Dualpflege regelt sehr klar die Pflege. Qualitätsmanagement heißt für mich so, jede Tätigkeit, die im Unternehmen notwendig ist, ist klar einer Person zugeordnet. Wenn sie nicht passiert, weiß ich, wer es nicht gemacht hat. Das schafft Verbindlichkeit. Und also diese Regeln und diesen Rahmen braucht es, damit Selbstführung dann funktioniert. Das haben wir vielleicht noch zu wenig gesagt, wir sind keine Insel der Seligen. Gell? Also wir haben auch Konflikte und es passiert was. Und dafür sind ja wir da, die Heidi und ich, als Hüter der Spielregeln. So sehen wir uns als Coach, als Befähiger, als Begleiter, diese Dinge dann zu regeln. Aber im Großen muss man sagen, laufen diese Teams wirklich autonom für sich und regeln die Themen, lösen die Probleme und machen das. Da brauchen wir nicht mehr so viel eingreifen. Vielleicht eins noch dazu, man muss, wichtig ist, menschengerechte Strukturen zu schaffen. Also die Menschen entgegenkommen. Nicht irgendwie komplizierte Gebilde, wie was laufen muss, sondern ganz einfach, ganz simpel und wie ich schon mal gesagt habe, das Thema soziales Faulenzen berücksichtigen oder solche Themen berücksichtigen. Wie ticken Menschen gern? Also das ist wichtig, ja. Das ist die Einfachheit. Ist nicht unwesentlich in der Selbstführung. Ja, wir sind schon fast am Schluss. Ich hätte noch gern so eine abschließende Frage. Christian, du als Einrichtungsleitung, Heidi, du als Pflegedienstleitung, möchtet ihr eurer Berufsgruppe noch einen abschließenden Tipp mitgeben? Jetzt muss ich einen provokanten Satz sagen. Nicht falsch verstehen. Also manche beschäftigen ja viele Berater, ohne zu merken, dass sie bereits viele Berater bezahlen im Unternehmen, nämlich ihre eigenen Mitarbeiter. Ich bin jetzt nicht gegen Berater, bitte nicht falsch verstehen. Und der Gernot Snieder hat uns in manchen Bereichen sehr gut geholfen. Trotzdem glaube ich, dass ich bei manchen Unternehmen, fragt man sich, wer führt das Unternehmen, der Berater oder die Führungskräfte? Und wir würden zum Beispiel nie Workshops durch einen Berater machen lassen, sondern wir lassen uns beraten, wie wir einen Workshop machen vielleicht und reflektieren uns über den Inhalt des Workshops und holen uns vielleicht ein Instrument. Aber machen und in Kommunikation mit den Kolleginnen gängen wir. Also wir schenken den Kolleginnen die Zeit und sitzen uns, wir haben 10 Teams, wir sitzen uns 40 Stunden mit denen hin, ohne Vor- und Nachbereitung und hören uns das an. Also diese Zeit, denen zu widmen, direkt abzuholen, um was geht, wo der Schuh drückt oder wo die Ideen sind, das ist aus meiner Sicht ganz was Wesentliches. Und dieser Satz, ich weiß nicht, ob wir schon mal gesagt haben, niemand ist so klug wie wir gemeinsam, ist einfach einer, der uns wichtig ist und darum treffen wir keine einsamen Entscheidungen mehr, sondern nur mehr Entscheidungen mit unseren Kolleginnen und Kollegen gemeinsam. Mhm.
Heidi. Ja, ich habe nur so einen Satz stehen, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Und ich glaube, das, was ich von meinen Mitarbeitern verlange, das muss ich selber auch tun. Und mutig sein und einfach sagen, ja, auch wenn es nur kleine Schritte sind, aber das bringt mich vorwärts. Wenn ich nur stehen bleibe und sage, das möchte ich, aber da ist der Grund, der mich hindert, dann komme ich nicht vorwärts. Also ich glaube einfach, es zu tun, es zu wagen, ist, und einen kleinen Schritt zu gehen, bringt mich vorwärts. Und ich bin der Meinung, die Mitarbeiter, die ich habe, sind die richtigen. Und jede Idee ist es wert, diskutiert zu werden. Und der Christian hat schon gesagt, ich möchte es noch einmal sagen. Keiner oder niemand allein ist so klug wie wir gemeinsam. Und ich glaube, das schützt und stärkt auch mich, weil auch ich kann die Mitarbeiter fragen und auch die Mitarbeiter können mit mir die Lösung finden. Das nimmt auch Druck von uns. Wir müssen nicht alles entscheiden, wir müssen nicht alles wissen, weil wir so viele kompetente Menschen an unserer Seite haben, die mit uns gemeinsam den Weg gehen. Was ich schon ganz klar sagen will, also Veränderung, habe ich glaube ich schon mal gesagt, braucht Leadership, es braucht Rahmenbedingungen und das und das. Wenn man aber der Selbstführung, wenn man das nicht, diesen Rahmen nicht schafft, das Gegenteil wäre Chaos. Und das sind wir bei weitem nicht. Also wir sind sehr strukturiert, aber in dieser Struktur eben entsteht die Freiheit. Und es braucht einfach eine stabile Wertehaltung, die man gemeinsam teilt. Das ist so das Wesentliche, die Werte, die uns wichtig sind miteinander und an denen wir unsere Entscheidungen ermessen. Wow. Vielen, vielen Dank euch beiden. Mega, mega, mega. Sehr gerne. Ich bin halt da gesessen und habe euch zugehört und ich habe geschwärmt und mir ist das Herz aufgegangen. Richtig, richtig cool. Also ich finde euch zwei richtig klasse. Ist super, wie ihr das macht. Und Sicherheit, Rückhalt, Vertrauen schenken. Ja, mega. Richtig cool. Wow. Ich wünsche euch beiden und auch dem Seniorenwohnhaus Nonntal, dass ihr eurem Ruf gerecht werdet, auch in Zukunft, eurem guten Ruf. Ja, wirklich. Und dass ihr viel, viel Erfolg und ein super gutes Miteinander auch in Zukunft habt. Ja, wünsche ich euch von ganzem Herzen, ihr beiden. Macht's gut. Danke. Ciao. Alles danke Gute. Für die Einladung. Danke. Ja, ciao. Sehr gern. Ciao. Ciao. Wow. Die zwei sind doch echt inspirierend, oder? Bist du Pflegedienstleitung oder Wohnbereichsleitung? Wie wäre es, wenn du deinen Fokus drauf legst, bei deinen Mitarbeitern das Gute zu entdecken? Und jetzt komm nicht mit der Ausrede, ja, ich würde ja, wenn die mal was Gutes machen. Was du siehst, liegt an dir. Wenn du mit Misstrauen über den Wohnbereich gehst, dann wirst du auch nur die Dinge sehen, die nicht so laufen. Wenn du allerdings sagst, ich möchte meine Mitarbeiter und Mitarbeiterin bei was Gutem entdecken, dann wirst du das sehen. Und du wirst erleben, dass du deinen Kollegen und Kolleginnen auch was Gutes weitergeben kannst. Hey, in dem Sinn, werde doch zum Entdecker der guten Dinge, die deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abliefern. Tag für Tag. Und dann sag's ihnen. Und dann lob sie dafür. Ich wünsche dir eine gute Woche.